Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir haben das nächste Rätsel gelöst. Ziemlich rätsellastig, das Spiel. Und es geht weiter mit der Story. Offensichtlich. Eine Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Okay, jetzt werden wir gejagt. Oh Mann. Warum immer wir? Und jetzt muss ausgerechnet noch die Verbindung zum Controller verloren gehen, weil der mal wieder leer ist. So, jetzt lädt der andere Controller. Dankeschön. Könnte ich mir echt wieder Ötzli gebrauchen. Wer doch der Kalti unser bester Freund ist. Das ist wieder der Assassin's Creed. Was haben wir da nur wieder angestellt? Sieht so witzig aus, wie wir unser Walkie-Talkie da mit uns rumtragen. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Wir haben gerade mal einen Fähigkeitspunkt. Fall des Fluches gibt es ja auch vielleicht irgendwas. Ja, Konflikt des Adlers. Die können wir nicht herstellen, erhalten. Da fehlt uns das Leder. Eigentlich nur für die Monturen, aber wir können aktuell nichts anderes anziehen. Interessante Musik im Hintergrund. Ich glaube, allzu viel mehr können wir gar nicht herstellen. Wobei da unten. Und da fehlt uns mal wieder das Zeug. Oh.
Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Guck mal, wie das wir wieder gekriegt haben. Der Ötzli. Fehlende Ausrüstung. Verstärkte Messer zu halten. Ganz toll. Sieh, ich glaube, es macht erst so richtig viel Sinn. Wirst du handeln? Bitte. Das zu machen. Ich habe kaum genug, um den Tribut oder zu Dinge, bezahlen. Die ganzen 100% Sachen zu machen. Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn Sie glauben, ich wollte Sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? So was kann ich hier kaufen. Der Bogen sieht natürlich cool aus. Ja, warum das nicht? Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Mittelgroßer, robuster Lederköcher. Ja, warum nicht? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Was kann ich wiederum verkaufen? Golderz. Ich mache hier Max. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Max. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Was ist das? Stoff? Ja, nehme ich gerne Waffen-Upgrades, Outfits. Pfeilen und Outfits. Medizin brauche ich. Wahrnehmungspflanze, davon brauche ich eigentlich gar nichts. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Konzentration, Kräutermischung, die Effekte der Konzentration vorübergehend verbessern. Jaguarhaut behalte ich. Fell. Vielen Dank. Oder ne, kann ich vielleicht noch was kaufen? Schau, was ich für dich hab. Überreste 6 Himmelsmantel. Sieht doch hübsch aus. Die Götter sind für uns. Ja gut, Pfeile. Kann ich ja auch so herstellen. Ja gut, ihr könnt jetzt wieder das als Geldverschwendung ansehen, aber bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich habe dann wenigstens was gekauft. Dass er gefangen ist. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Nee, ich will jetzt nicht nach verlorenen Würfeln suchen. Ich will wieder Mr. Ötzli suchen. Onuratu, Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ezli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle.
Klingt nach einem Deal. So halbwegs. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorator und der Rebellion viel bedeuten. Ich rüste jetzt den hier aus. Ja, mit dem hier sind wir insgesamt, denke ich mal, besser. Wobei der kann, der richtet mehr Schaden aus, aber ich will jetzt diesen Schlangenholzbogen behalten. Mach Missionsgeber. Uchu und ich haben nur geplaudert und. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Lass ihn doch mal ausreden. Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Gut, machen wir das doch einfach mal. Ich meine, ich habe ja gesagt, dass ich keine Nebenmissionen mache, aber damit sich Leute nicht beschweren, ich würde mich nicht so sehr um die 100% Möglichkeiten kümmern. Machen wir das einfach mal. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Okay, ich hoffe, dass diese Mission nicht in irgendeiner meinem Mist ausartet. Kupulkansmänner haben aber... Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkansmännern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Ishik. Da oben. Eine Forschertasche. War ein Mist. Hier eine Begräbnismaske.
was es nicht alles gibt. Gibt ja das ein oder andere Geheimnis. Kann ich das nicht irgendwie öffnen? Okay, von der Seite nur. So viel zum Thema, wir machen nichts. Okay, ich habe bisher noch keinen einzigen Kommentar zu dem Let's Play gelesen. Und ich werde es auch erst lesen, sobald das Let's Play zu Ende ist. Nehme ich mal an, zumindest von meiner Community aus. Ja gut Leute, der Part muss beendet werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.